Als ich 2002, ich sage immer versehentlich, für die FDP in den Kantonsrat von Zug gewählt worden bin, habe ich relativ bald einen Artikel zugeschickt bekommen von jemand Unbekannten. Und da habe ich dann über das Geldsystem gelesen und konnte das nicht glauben. Ich fand das völlig absurd und habe dann natürlich noch weitere Bücher gelesen. Und in meiner jugendlichen Naivität habe ich dann das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt die FDP und die Mitglieder aufklären, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich habe mich dann so gewundert über dieses Desinteresse, über diese Ignoranz und über diesen Unwillen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann kam dann der Crash 2008. Dann wurde ich dann immerhin nach Bern eingeladen, zusammen mit Professor Bortis und Professor Binswanger ins Fraktionszimmer der FDP. Es waren dann auch Leute dabei vom Finanzdepartement, aber gefruchtet hat das dann auch nicht. Beim Unterschriftensammeln bin ich dann meinem damaligen Fraktionschef begegnet und der hat gesagt, da habt ihr euch ein sportliches Thema ausgesucht, um Unterschriften zu sammeln. Weil die FDP, die hatte ein paar Jahre vorher die Bürokratieabbauinitiative lanciert und sie hat es nicht geschafft, die 100.000 Unterschriften zusammen zu bekommen. Die sind, glaube ich, mit ein paar wenigen hundert Stimmen gescheitert, oder wir, ich gehöre auch noch immer dazu. Und dann, die Partei hat ja immerhin 120.000 Mitglieder. Also darum erlaube ich mir jetzt... Darum erlaube ich mir jetzt heute Abend stellvertretend für die FDP vor euch allen den Hut zu ziehen. Danke vielmals.